Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Jirachi ist am Start. Die Jirachi Quest wurde freigeschaltet. Heute um 2 Uhr in der Nacht. Wir haben gestern im Livestream drauf gewartet. Vergeblich. Ich und fast 1000 Leute. Aber jetzt endlich ist es am Start und ich habe sie auch bereits gelöst. Nicht, Mann, das ist von Dortmund. Aber ich habe sie auch noch bekommen jetzt. Jeder, der Jirachi schon hat, aus Dortmund, Amerika, sogar vielleicht Japan, der kann trotzdem die Quest machen und sich ein paar extra Bonbons ergattern. Alle anderen bekommen jetzt endlich Jirachi. Und was man dafür genau machen muss, erfahrt ihr jetzt im Video. Für alle, die sich überraschen lassen wollen, die das selber lösen wollen, die nicht gespoilert werden wollen, ja, ihr müsst leider jetzt abschalten oder solltet abschalten. Aber ich gehe jetzt alle Aufgaben durch, Schritt für Schritt. Okay, seid ihr soweit? Haben alle abgeschaltet. Es gibt 7 Aufgaben. Die letzte Aufgabe ist wahrscheinlich einfach alles einsammeln. Das ist ja meistens immer so. Ich weiß gar nicht, wieso die extra dafür eine Aufgabe machen, aber naja. Aufgabe Nummer 1. Fange 25 Pokémon. 1000 EP kriegt man dafür, okay. Drehe 10 Stops oder gehen. Dafür gibt es einen Pummel, okay. Und mache 3 neue Freunde. Ihr habt das vielleicht schon mitbekommen. In den ganzen Gruppen, auf WhatsApp, Facebook, in meinen Kommentaren. Die ganzen Leute posten ihren Code, wollen neue Freunde. Das ist der Grund. Als Belohnung gibt's Barschwa. Kann shiny sein. Hab auch schon Berichte von irgendwelchen Leuten gehört, die haben shiny Barschwa bekommen. Und dieses Barschwa werdet ihr auch brauchen. Belohnung, alle 3 Module. Sehr interessant. Kann man gebrauchen. Das ist echt eine super Belohnung. Aufgabe Nummer 2. Fange 3. Boah, wie heißt der? Der kleine Rosane, der 12 Bonbons braucht. Ihr wisst, wen ich meine. Flurmel heißt der. Ja. Yeah. Dafür gibt's 10 Flurmel-Bonbons. Ja, okay. Dann, deswegen braucht ihr das Barschwa. Und ihr könnt jetzt schon anfangen damit zu laufen, auch wenn ihr noch nicht bei Aufgabe 2 seid. Weil wenn ihr dann bei Aufgabe 2 seid, könnt ihr einfach direkt entwickeln. Erinnert natürlich an Carpador damals. Aber sollte hoffentlich ein bisschen leichter sein. Letzte Bedingung, Goldmedaille bei Höhenregierung. Als Belohnung gibt's 2000 Staub, 10 Pokébälle, 3x Grauch. 3x Grauch ist okay. Beschwert man sich nicht um über 3x Grauch. Umsonst. Aufgabe Nummer 3. Mach ein Foto, Snapshot von Klakelo. Als Belohnung gibt's Galaxo. 3 großartige Würfe hintereinander, sollte kein Problem sein. Erlaufe 3 Bonbons mit deinem Buddy. Dafür gibt's jeweils 2000 EP und als Belohnung 20 silberne Sananabeeren. 3 Sternstücke, auch nicht schlecht. Und 2000 Staub. Okay. Kann sich sehen lassen bisher die Belohnung. Aufgabe Nummer 4. Fange 50. Nicht schlecht. 50 Psycho- oder Stahl-Pokémon. An sich jetzt kein großes Problem, sollte machbar sein. Die Menge ist solide, finde ich okay. 10-mal pushen, nächste Max on Monday, kein Problem. Wir haben jetzt eine Menge Sternstopp gemacht, es wird eh eine Menge gepusht. Und verschicke 10 Geschenke, kein Problem, ich verschicke eh jeden Tag 100. Jeweils 2500 EP kriegt man dafür. Vergesst nicht, ihr könnt Glücksrei anmachen und dann einfach das Doppelte kassieren. Belohnungen, TMs, groß, klein und ein Raid Pass. Aufgabe Nummer 5. Gewinne 3-mal gegen den Teamleiter. Sollte man eigentlich eh jeden Tag machen. Habe ich aber auch ewig schon wieder nicht getan. Vergesse ich auch immer wieder. Ist halt so unnötig eigentlich. Da gibt es diesen Käfer als Belohnung. Warum auch? Ah, okay, ich weiß schon wieso. Das sind dieselben Pokémon, die in Dortmund kamen und dann auch auf dem Bild waren. Gewinne 7-mal gegen einen anderen Trainer. 3000 EP. Gewinne 5 Raids. 3000 EP. Das wird schwierig, weil momentan bin ich free to play. Ich kaufe gerade keine neue Box. Aber jetzt dann für Shiny Mewtwo. Aber wobei, das dauert noch. Also. Könnte das 5 Tage bei mir dauern. Aber als Belohnung gibt es 3 Sonderbonbons, was ein bisschen low ist. Vor allem wenn sie 20 silberne Sananabeeren raushauen, dann hätte ich auch schon so mit 15 oder sowas Sonderbonbons gerechnet. Also 3 ist ein bisschen low. 20 Hyperbälle und 3000 Staub, alles klar. Dann kommen wir zur Aufgabe 6. Mache 5 Fotos von Stahl- oder Psycho-Pokémon. Erinnert natürlich an die Aufgaben aus dem Go-Fest. Belohnung. Palimpalim. Davon bräuchte ich noch ein 100er. Tauscht mir alle eure Palimpalim aus der Quest. Okay, jetzt wird's interessant. 3 exzellente, also fabelhafte Curve-Bälle. Nicht hintereinander, also nur gesamt. Ich weiß noch, beim letzten Mal war es nur 1 und die Leute sind da ganz verzweifelt. Also jetzt viel Glück bei 3. Und zu guter Letzt, drehe einen Stop 7-mal hintereinander. Also ihr braucht mindestens 7 Tage dafür. Und 7 von 7, da steht überall Fragezeichen, aber ist wahrscheinlich einfach nur die Belohnung abholen, weil die letzte Aufgabe ist meistens immer so. Einfach nur noch abholen, abholen, abholen und dann gibt's Jirachi. Das war's von der Jirachi Quest. Euch viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß beim Lösen. Die Belohnungen sind super. Die Aufgaben sind auch okay. Nichts allzu Schwieriges, nichts allzu Leichtes. Ist alles in Ordnung.
denke, das wird auch ein paar Tage dauern. Also mindestens, was war das, 7 Tage? Aber ich denke, im Durchschnitt brauchen die Leute eh ein bisschen länger. Finde ich okay, muss jetzt nicht direkt am ersten Tag alles gelöst werden. Und danach habt ihr den Jirachi, hoffentlich besser als meins. Ich werde meinen noch maxen, demnächst beim Max on Monday. Aber ich glaube, das war's von mir, Leute. Wie gesagt, euch viel Spaß, viel Erfolg mit der Jirachi Quest. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.